So, hallihallo ihr Lieben. Willkommen zurück zu The Long Dark. Und es ist auch ziemlich dunkel hier drin in diesem Auto. Das ist die 100. Folge sogar, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir wollen in die Kirche. Vielleicht kriegen wir Gottes Segen in dieser Folge. Und können nochmal überleben. Da hinten läuft der Wolf, der uns angefressen hat. Wie geht's uns? Nicht so gut. Vielleicht esse ich nochmal schnell was. Geschmackloser Schokoriegel, genau das, was ich jetzt möchte. Und noch eine Soda oder Gipfelbrause. Okay. Ja, und dann gucken wir mal. Ich steige mal auf der Seite aus. Fühle ich mich sicherer. Irgendwie. Wahrscheinlich auch nur ein Druckschuss. Ich gucke mal hier hinten noch. Schnell durch. Wir sind ja auf der Suche nach einem Brecheisen. Beziehungsweise, wenn es gleich geht, auch der Schlüssel oder ja, wir brauchen noch den Schlüssel für den Bauernhof. Nobody needs this anymore. Nee, mit Sicherheit nicht. Braucht keiner mehr. Okay. Hier hinten werde ich nicht reinkommen, das stimmt. Da brauchen wir nämlich auch ein Brecheisen. Hier gucke ich noch mal rein und dann werde ich mich in die Kirche begeben. Ah, hier gucke ich nicht. Luft sieht rein aus. Neblig, aber rein. Das ist auch nochmal ein Auto. Das sollte man vielleicht auch nochmal reingucken. Ich habe halt immer nur Angst vor Wölfen. Die springen ja auch gerne rum. I'll take it. Ja, gut. Ist nicht so nützlich, aber ja, ich nehme es mit. Ich nehme es mit. So, hier waren wir also auch drin, kann ich markieren. Und dann geht's in die Kirche. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass es hier ein Brecheisen gibt. Aber wir schauen einfach. Ich lasse mich da auch gern eines Besseren belehren. Es ist dunkel, ich sehe nichts. Neuer Ort, St. Christopher Kirche. Jetzt nehme ich doch mal hier so ein Streichholz, weil ich sonst wirklich nichts sehe. Ja, nee. Will ich jetzt nicht, dann geht nämlich das Streichholz gleich wieder aus, ohne dass ich auch noch irgendwie was Sinnvolles damit gemacht hätte. Buch brauchen wir auch nicht. Komme ich nicht durch, bin ich zu fett, bin auch zu fett. Ja, das sieht hier nicht so ertragreich aus. Wo hier gibt es Müsli-Riegel, Spinat, nochmal ein Beil, also. In Beilen soll es nicht mangeln. Nee, wollte ich jetzt nicht. Ich wollte hier eigentlich schon mal ein Streichholz anmachen. Ja, hier gibt es auch irgendwie nichts. Gut, aber das war ein bisschen zu befürchten. Wo gibt es diesen blöden Schlüssel für den Bauernhof? Das ist natürlich jetzt nicht so toll. Uns geht es aber auch nicht toll. Ich bin aber auch nicht müde genug, um mich zu regenerieren. Das ist natürlich alles nicht der optimale Zustand. Vielleicht mache ich doch mal hier ein Lagerfeuer an. Geht das überhaupt? Ich habe keinen Brennstoff, habe kein Holz mit. Nee, also würde das gar nicht gehen. Können wir also vergessen. Also dieser Ausflug zur Kirche hat uns gar nichts gebracht. Dichter Nebel. Ist jetzt auch alles andere als ideal.
passiert, wenn ich hier lang gehe? Können ja hier lang gehen und zurück in die Stadt vielleicht kommen. Fernab aller Wege. Das ist bestimmt keine gute Idee, ich weiß. Ich mach's trotzdem. Oder auch nicht. Habt ihr noch eine Idee, wo der Schlüssel sein könnte? Oder wisst ihr das vielleicht sogar? Habe ich das irgendwo übersehen? Also uns darf jetzt kein Wolf anfallen, dann sind wir hinüber. Deswegen versuche ich irgendwie woanders lang zu gehen. Aber der Weg hier ist wahrscheinlich blöd gewählt, weil wir ja eigentlich über die Brücke wieder müssten, um über den Fluss zu kommen, oder? War doch so. Jetzt laufe ich hier im Nebel wieder querfeldein und wahrscheinlich verlaufe ich mich dann. So wie ich mich kenne. Irgendwo runterstürzen wäre auch blöd. Dann brechen wir uns wieder sämtliche Knochen, weil wir zu blöd zum Laufen sind. Okay, jetzt bin ich hier an dem Fluss. Ich versuche mal hier an der Stelle rüber zu gehen, wo ich hoffentlich nicht einbreche. Okay. Hier komme ich nicht hoch. Das ist ja schon mal blöd. Laufe ich wieder, das ist wie so ein Hanghuhn. Hier auch eine, auch irgendwo eine flachere Stelle, wo ich wieder hoch kann. Da wäre auch noch mal eine Brücke gewesen. Ist das hier etwa schon wieder die Stelle zum Bauernhof? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das die Stelle hier sogar. Diese Brücke kommt mir doch bekannt vor. Ja. Das ist jetzt hier dieser Weg zurück in die Stadt. Milton. So, hier ist ein Stoppzeichen. Muss man natürlich anhalten. Ja, und dann rechts und links gucken. Kommt nichts, geht's weiter. Haben wir uns hier schon ordentlich umgeguckt? Ich glaube, ja, da hat man ja geguckt. Da hinten in der kleinen Scheune war ja auch kein Brecheisen. Das haben wir ja schon durchsucht, ne? Das ist... Wo gibt es ein Brecheisen? Kann ja nicht sein, dass in dieser ganzen Stadt kein einziges Brecheisen gibt. Und hier haben wir auch keins liegen lassen, bin ich der Meinung. Ich hätte auch gar keinen Grund gehabt, das liegen zu lassen, glaube ich. Es sei denn, ich war grenzwertig überladen. Das kann natürlich sein. Durchaus möglich. Tja. Schwierig, schwierig. Ich lege mich mal kurz hin, da ich sowieso gerade... Ja, also uns geht es halt nicht so gut, ja. Und ein bisschen ausruhen können wir uns schon. Gucken wir mal, wie weit wir mit 4 Stunden Schlaf kommen.
4 regeneriert haben wir aber nicht. Wundert mich ein bisschen. Ich hätte gedacht, man regeneriert ein bisschen mehr beim Schlafen. Okay, dann müssen wir jetzt hier nochmal was essen. Ich will jetzt aber nicht nochmal ein Feuer unbedingt machen. Achso, wir hätten hier ja auch noch Fleisch gehabt. Das ist vielleicht besser zu essen. Boah, das füllt auch besser auf. Okay, dann trink mal Wasser. Ja, jetzt ist wirklich die Frage, wo kriegen wir den Schlüssel her? Beziehungsweise Brecheisen. Geh mal doch ein bisschen auf Erkundung. Ist halt gerade blöd, weil es uns so schlecht geht. Wie kann ich denn meine Gesundheit regenerieren, außer viel Schlaf? Ich möchte ja ungern jetzt hier 3 Tage lang in dem Haus verbringen. Kann auch nicht. Werde ich gesund durch Warten? Ja, so ein bisschen scheint es hoch zu gehen. Aber dann müsste ich ja jetzt wirklich so viel Zeit hier in dem Haus verbringen, um ansatzweise in einem guten Zustand zu sein. Das ist natürlich auch nicht so ideal. Mal 7 Stunden Zeit verbringen. Müssen wir halt wirklich mal einen ganzen Tag hier im Bett Karten spielen oder schlafen, immer mal so im Wechsel. Geht dann halt nicht anders. Aber man regeneriert so gut wie nichts. Das ist wahrscheinlich auch die Einstellung, die ich gemacht habe. Wir spielen ja hier mit benutzerdefinierten Einstellungen. Wahrscheinlich habe ich da irgendwas eingestellt, was nicht so optimal ist. Dadurch, ja, ich guck mal, 4 Stunden Schlaf wird mir dann auch nicht so viel bringen. Das ist natürlich doof, wenn ich jetzt hier derart limitiert bin bei meinen Optionen. Aber das hat ja wirklich im Prinzip nichts gebracht. Warte nochmal 5 Stunden. Es geht so gut wie nicht hoch, ne? Also es bewegt sich kaum. Nur mal so einen halben Millimeter. Auch beim Schlafen. So gut wie nichts, was man dadurch gewinnt. Da habe ich wahrscheinlich irgendwas blöd eingestellt. Aber gut, da müssen wir jetzt irgendwie mit klarkommen. Kann natürlich auch schnell unser Ende bedeuten. Aber dann ist es halt so. Nahrungsmittel neigen sich dann auch so fast schon zur Neige, muss ich sagen. Was machen wir denn da? Wollen wir doch ein bisschen auf Expedition mal gehen? Oder was machen wir? Das ist halt blöd. Also wenn uns jetzt ein Wolf anfällt, sind wir eigentlich tot, ne? Aber ich kann jetzt auch nicht 5 Tage, 10 Tage hier drin in dem Haus verbringen. Dann gehen uns nämlich auch die Nahrungsmittel aus. Also in die Richtung gibt es natürlich auch noch ein paar Baracken. Da könnte man auch noch mal hin. Da müssen wir aber auch wieder an einem Wolf vorbei. Aber vielleicht ist das noch eine Option, die ein bisschen vielversprechender ist. Jetzt müssen wir nur gucken, hier war ja dieser eine Wolf. Nicht, dass er uns nochmal anfällt. Und wir dann auf jeden Fall tot sind. Also das mit den Steinen werfen hat nicht viel gebracht. So viel können wir schon mal festhalten. Da hätte ich auch versuchen können, ihm gut zuzureden. Das wäre wahrscheinlich sogar vielversprechender gewesen, als mit diesen blöden Steinen zu werfen.
Also ich fühle mich so komplett unbewaffnet. Magnesiumfackeln habe ich auch bisher nur diese eine einzige gefunden, die wir aber auch schon verwenden mussten. Das ist schon sehr herausfordernd. Hätte ich gar nicht gedacht mit den benutzerdefinierten Einstellungen, dass es dann so schwierig wird. Aber offensichtlich ist das so. Da vorne sehe ich auch einen Wolf. Das heißt, wir gehen hier lang. Ich hoffe, dass das geht. Dass ich hier über die Berge ziehen kann. Na, das ist wahrscheinlich zu steil. Hier werden wir nicht hochkommen, oder? So schräg laufen? Doch, okay. Hanghuhn. Dann kommen wir auch wieder auf den Weg. Super, hoffe ich. Ich hoffe, das ist auch der Weg, den ich gehen wollte. Keine Ahnung. Ich könnte versuchen zu kartografieren, obwohl ich mir fast denke, dass das hier mit dem Nebel nicht funktionieren wird. Das ist ja ein Stein. Braucht die Holzkohle. Ja doch, das geht hier sogar. Aber, ja gut, das nützt mir nicht so viel. Aber ich habe gerade gesehen, das hier können wir natürlich ablegen. Sind Krähen, das heißt, da liegt wieder irgendeine Leiche. Hier können wir unten durchklettern. Kriechen, klettern, kriechen, alles das gleiche. Naja, nicht ganz. Na, hier liegt ja auch einer. Guten Tag. Das war mein Handy. Wow, guck mal. Passt sogar. Mir noch eine Jacke anziehen. Mal sehen, ob ich die Baracken auch finde, bevor mich wieder irgendein Wolf findet. Geradeaus oder links? Geradeaus oder links? Gucken wir nochmal. Kartografieren. Zedernast, das ist die Leiche. Ich geh mal hier lang. Wahrscheinlich hätte ich doch den richtigen Weg nehmen sollen, weil das bringt mich hier ja auch wieder nur irgendwo hin, wo ich nicht hin will. Obwohl ich mich immer sicher fühle, wenn ich einen Hirsch und einen Hasen sehe. Weil die im Notfall hoffentlich zuerst gefressen werden. Im Falle des Falles. Ich weiß nicht, wo es zu diesen Baracken ging. Da kommen die erst noch viel, viel weiter hinten. Was ist das? Hase, Wolf? Ich glaube, das beantwortet unsere Frage. Weg. Ich hoffe, ich kann entkommen. Ich muss weg. Ich komme nicht weg. Ich muss weg. Du kommst hier nicht hoch, oder? Bitte töte mich nicht. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Sei bitte nicht schlau genug, um jetzt hier vorne zu sein. Kacke. Der ist noch hinter mir. Das ist, glaube ich, unser Tod. Oder auch nicht?
Okay. Puh. Das war knapp. Also der hat gar nicht gekämpft. Haben wir aber nochmal Glück gehabt. Ich hoffe, der überlegt sich's nicht noch anders. Was ist eigentlich? Warum sieht der Baum so komisch aus? Hat das was zu sagen? Ist der einfach nur kaputt? Hier ist auch noch irgendwie eine Leiche. Ja. Das ist gut. MRE ist immer gut. So eine Armee-Einmann-Ration, Einmannpackung. Die bringt immer sehr viele Kalorien. Okay, ich glaube, was ich machen werde, ich gucke mir jetzt dieses Auto nochmal an. Ich muss nämlich die Folge demnächst beenden. Brauche dafür aber auch einen Speicherpunkt. Das heißt, ich gucke mir das Auto durch. Und werde mich dann hier ein Stündchen ausruhen. Mehr nicht, weil es ist nämlich sehr kalt hier drin. Dann kann ich die Folge hier beenden, die Aufnahmesession erstmal beenden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Kommende Woche wieder erst einmal 3 Folgen The Forest. Und dann gibt es wieder 3 Folgen The Long Dark. Für heute sage ich also erstmal wieder Tschüss und auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen.